So, einen Moment. Bin gleich wieder hier, so. Also, gleich komplett für euch. Wieder zur Verfügung. Ich muss schnell, ihr wisst schon, ne? So. Wo ist das andere Döslein? So. Gleich. Gleich lüfte ich den Vorhang. So. Jetzt. So, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Protego. Akio. Das ist natürlich kacke, den wollen wir da natürlich nicht haben. Mit dir. Auch mit dir weg. Eine haben wir noch, oder? So. Der sind alle weg. Keine Sekunde zu früh. Meine Nase juckt. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, definitiv. Wir auch. Aber eine Mütze schlaft dann später und dann sehen wir auch wieder frisch aus. Revelio. Ja, das ist natürlich so nicht richtig, du Idiot. Ah, danke. Ah, da ist er an. An den komme ich nicht ran. Aber hier ist noch mehr davon. Revelio. Weird. Uiuiui. So. Ah, da hast du gleich zweites Sack. Schau einer an. Aber eigentlich suche ich hier die alte Magie. Impulso! Confringo! Ja. Da war er weg, der Wolf. So. Vielleicht sollte ich doch einfach mal mit dem Marker hinterherlaufen. Oh. Ja, genau. Gesehen, wie das zappelt da? Oh, wie, was habe ich denn jetzt für Mist gemacht? Ich muss mehr Raum. Oh. Revelio. Wo kommt der jetzt wieder ruf? Oh, diese Würfel, ey, ich schwöre. Ich glaube, eins. Oder zwei diese Würfeldinger haben wir eigentlich schon wirklich gelöst. Was sonst finde ich entweder den Würfel nicht oder die Plattform. Und laut Shui sind sie auch immer zwei. Ich finde aber meistens nur ein. Und dann fehlt halt immer nur eins davon. Da haben wir den Würfel. Ich sehe aber weit und breit nichts, wo die Plattform. Da ist sie. Wir haben sie gefunden. Jetzt nehmen wir ihn erstmal mit, würde ich. Oh. Hier meine falschen Knöpfe. Ist das der gewesen? Nee, den hier brauche ich. So, jetzt kommst du mit. Bisschen näher an mir dran, danke. So. Oh.
aber wäre cool. Die sahen auch schon mal besser aus. Setzen wir den jetzt doch auf. Wir flattern auch hier auf. Oh, schauen. Und dann gehen wir in diesen. Was ist jetzt passiert? Ich hab irgendwas. Komm, Fredo! Das sollte ich untersuchen. Ist doch nicht hier aufgegangen jetzt, oder? Ich hab keine Ahnung. Hier stellen wir jetzt auf. Okay. Welchen jetzt? Hä? Das war doch jetzt voll bescheuert, oder? Und wofür war jetzt dieses blöde Rätsel da unten? Wenn ich für hier... Das war bestimmt für diese blöde Tür da. Wie geht's da mit dem Besen hin? Was mit uns wurscht ist? Schupp. Okay, da oben ist eins. Da fliege ich jetzt auch mit dem Besen hin. Die landen nicht verfügbar. Oh, wie komme ich da rein? Ich werde schon den Weg finden. Von hier oben auf jeden Fall schon mal nicht. Jetzt pass mal Obacht. Zweifellos schon lange verlassen. Sieht interessant aus. Blub. Warte mal. Pulso. Das geht jetzt nicht mehr, ne? Aber dann da mal noch eins. Wie komme ich jetzt da rein? Confringo. Okay. Verbrennt hier ganz schön viel. Gut, 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 gut. Aber wir nähern uns der Sache an hier. Du kommst mal mit und zwar hier rüber. Und dann gebe ich dir diesen. Dann krabbel ich nämlich auf dich rauf. Hier rauf. Dann gehen wir darauf. Ah, schade, da ist noch eins. So. Hier runter. Oh. Ist jetzt hier auch offen. So, da ist aber doch noch. Confringo. Ah. Da schau einer an. Ach, das ist der hier. Aber jetzt warte, lass mich mal da. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse.
Ach, laber kein Mist. Was soll denn hier gefährlich werden? Dein Gesicht oder was? Komm, Pringo! Wie wär's, wenn wir das alles mal wegbrennen? Dann sehen wir auch einen Eingang, oh Gott. Das war nicht allzu schwer. Oder wenn ich das vorher gecheckt hätte, dann nicht hinein. Oh, ja, ja. Gut. Das nächste ist da drüben. So. Ah, das Besenfliegen ist schon geil. Sumpfkadler, aha. Ah, jetzt hab ich keinen Bock. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Wenn es ein Schloss war, bestimmt. Da drin ist schon mal eins. So, jetzt lass mal sehen. Geht die auf? Nee, die geht nicht auf. Okay, gut. Dann lasst mal gucken. Confingo! Oh, hier gibt's Spinnen. Crucio! Fiese Unholde. Weg mit euch. Oh. Stimmt. Hab schon lange nicht mehr gesehen, ungeerntet hier. Komm, Fringo. Ah, ich hab getroffen. Okay, ich dachte jetzt. Hab ich nicht getroffen. Uah. Das war ein Überraschungsangriff. Habt ihr das gesehen? So, jetzt passt beobacht. Kaputt machen? Ja, mit dem Puls auf jeden Fall nicht. Nee, okay, geht nicht kaputt. Okay. Hier gibt's nichts. Da komme ich auch nicht hoch. Was? Oh, ich will mein Reittier gar nicht rufen. Ich will meinen Besen haben. Ich habe gar kein Reittier dabei. Wer hier wohl gelebt hat? Das ist völlig uninteressant. So. Machen wir es halt so. Kann nicht mal meinen, das Spiel. So. Gut. Das haben wir. Aber das ist bestimmt nicht das Einzige, was wir jetzt brauchen. Rebellio. Da ist da hinten nur eins. Aber wie komme ich da rein? Ah, von da, okay. Confringo! Was ist da runtergefallen? Rebellio. Okay. Keins mehr. Da hinten haben wir noch eins. Bombarda! Geh doch mal weg.
Schieb den jetzt einfach weg. Geh weg. So, machen wir jetzt so. So, und mit dem können wir sowieso nirgendwo hinfliegen. Oder? Was mache ich denn? Das war gar nicht so schwer. Wenn man sich nicht so dumm anstellen würde wie ich, dann nicht, nee. Oh, jetzt habe ich den Eingang gesehen. Fuck. Gut. Wir hätten ja auch noch die Schatzkarte. Die Inseln können nicht gemeint sein. Die glaube ich auch nicht. Das ist jetzt weniger zu einer Insel. So, was gibt es eigentlich nur hier drüben. Aber auch nur hier. Schwierig. Oder da. Könnte natürlich auch so eine kleine Insel sein. Hier zum Beispiel. Aber gut. Wir sind da oben. Da haben wir eins. Ja, dann würde ich sagen, dann fliegen wir hier so rein. So. Das sollte ich untersuchen. Was denn? Wir untersuchen jetzt was anderes, du Spack. Hoffentlich haben die sich selber angegriffen gegen sich. Wird mal gesäubert. Also eigentlich ist einer nur dem Todesflur entkommen. Und der darf halt als Huhn weiterleben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das könnte sein. Bombarda! Bing, bing. Warum macht das so gut? Bing. Bombarda! Revelio. Da haben wir auch noch ein Eck. Huch. Und noch mehr. Ach so, wartet mal, wir waren ja hier genau wegen dem Ziel. Wir waren ja wegen was hier. Oh, ich hab da was übersehen. Guckt an. So, jetzt pass auf. Hä? Boah, das wär's gewesen. Bombarde. Das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Nee, hier ist noch mehr. Komm, ich skyrim hier hoch.
So, Sascha. Ah! Das hätte fast mit einem Satz gereicht. Okay, wenn ich das Zeug auch so aufsammeln kann. Lass mich doch hier landen. Wow. Wenn okay, so geht's Fink auch. Das nur gesehen hätte. So. Kommt, Franco. Gut. Dann auf zum nächsten. Weil ich meine, die Dinger müssen irgendwann sowieso sammeln. Warum nicht jetzt in so einem guten Morgenstream? Warum sollte ich da jetzt nicht 2 Stunden reinplempern? Als zu Zeiten, wo ich dann wirklich Stunden spiele, wo ich dann die Story spielen könnte. Warum sollte ich die Story jetzt hier quasi in Anführungsstrichen verblasen? Sieht interessant aus. Wenn ich doch dabei hier die Zeit mit sowas vertreiben kann. Bestimmt schon mal hier. Magst du Schmerzen? Wenn ich hier bin. Wer war länger? Die Eidechse. Was? Geht ja nix. Der geht. Mega! Jetzt ist es aber zu spät. Pilztee geben. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Bombarda! Expelliarmus! Vor zu sterben, was? Ich will keinen Tod mehr. Bombarde! Protego! Damit kommst du nicht davon! Expelliarm! Ich krieg dich! Gefinde! So. Konfrig! Ich kann den Tod rächen! Du hast doch Oaks freigelassen! Expelliarm! Bombarde! Der Schüler hat unser Lager beim Turm ausgeräuchert! Protego! Das wollte ich die ganze Zeit erreichen. Ein Anhänger weniger, Renrock. Dass ich diese Duellanforderung hier gleich erledige, aber ich hab's die ganze Zeit einfach nicht hinbekommen. Oh, was ist denn das für ein Rätsel? Ach so, eins muss ich drüber laufen. Muss ja, das machen wir schnell, wenn wir schon hier sind. Dann machen wir das doch mal. Oh. Bombarde. Da müssen natürlich alle frei sein. Na komm. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Er hatte so als wirklich nicht so. Aber es ist mir auch ganz recht, wenn es auch immer wieder mal einfacher sind. Kann ich jedes Mal so ein kniffliges Dingens sein, oder? So, jetzt pass mal auf. Wir sind ja auch noch gar nicht da. Ich habe die Duellherausforderung gesehen und habe mir gedacht, die mache ich jetzt. So, wir sind ja hier auf einer Mission. Und ich hoffe, dass wir auf der Mission irgendwann durch Zufall das Schatzkartending finden. Zweifellos schon lange verlassen.
vom Bad. Defindo. Contrinco. Contrinco. Helium. Gnadenlos. Wir zeigen auch keine Gnade. So was wie Hellcroft passiert uns nicht nochmal. Denkt an euer Versprechen. Du wirst Randolph's Wettbewerb nicht aufrechnen können. Er konnte wenigstens seinen Satz echt noch beenden. Wobei eigentlich hätte ich. War der schon Pulver als. Rebellion. Das letzte Wort von ihm gefallen ist. So, einmal diese hier. Hier muss doch irgendwo. Ah, weiter hoch noch. Achso, das muss ich echt erst wegbrennen, damit ich. Fuck. Rebellion. Ach da. Kaputtes Fernglas. Dieses kaputte Fernglas wurde von Muggeln zurückgelassen, die versuchten, einen seltsam aussehenden Bären aufzuspüren, bei dem es sich aber wahrscheinlich um einen Demigeist handelte. Sie konnten beim besten Willen nicht verstehen, wie etwas so schnell verschwinden zu scheinen konnte. Who knows? Contrinco! Bombarda! Schade, dass das niemand gesehen hat. Muss auch keiner sehen, dass wir uns dumm anstellen. Was pupst sie überhaupt? Macht sie vielleicht Nudeln? So, da haben wir. Dann haben wir da unten eigentlich keins mehr, oder? Da ist eine Handbuchseite, die könnten wir vielleicht mitnehmen. Aber nach denen habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich bin auch dafür, dass wir die jetzt auch erstmal ignorieren. Hierher fliegen. Dann nehme ich sogar mal eine Schnellreise jetzt. Ladies and Gentlemen, es startet ein neues Battle Royale der Avatare. Viel Glück an die Teilnehmer. Fällt mir was ein. Das werde ich machen, ja. Ja. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Naja, wo siehst du, dass das ein Schloss war? Oh. Ja klar, anstatt da die Treppen hochzugehen. So, jetzt pass auf, ich hab nicht aufgepasst. Oh Gott, oh. So, ich hab da was gesehen. Zack. Okay. Nein, mit dem wird das nichts. Oh, da geht's irgendwie gar runter mit der Boden kaputt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wie gut die Jungen überlastet. Leckt der Stream? Aber ich sehe auch gerade, es ist gerade ziemlich dunkel, das Spiel. Ich mache das mal ein bisschen heller.
So. Ah, jetzt geht er hier mal hoch. Ja, jetzt ist es auch heller. Oh nö. Da brauche ich einmal den und einmal den. Ja, das Spiel ist ziemlich dunkel und so ziemlich vergesslich. Ich meine, moin. Ja, grüß dich, Nikon. Hello there. Guten Morgen. Na, alles fit bei dich? Freut mich, dass du reinklickst. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Und ich habe das Battle Royale gewonnen. Das ist natürlich sehr schön. Wie kriege ich den jetzt da? Warte mal. Na klar. Jawohl. So geht's auch. Oh, schade, die Frau schläft wohl noch und Jochen selbst. Ja, die Frau schläft wohl noch, stimmt jetzt. Fällt mir ein, es war gar nicht die Olle, ne? Ja, mir geht's gut. Nachtschicht gehabt, heute nochmal eine, das ist die letzte dann. Dann habe ich zwei frei. Wer hier wohl gelebt hat? Kann mich nicht beklagen. So. Haben wir gedacht, ich mache heute in Hogwarts so nebenbei Gedöns. Rebellion. Die Pulso. Wo ist denn da? Ach, da ist die. Spitzendeckchen. Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauselfen überlassen, der davon träumte, eines Tages zu tragen. Oh, cute. So, wo ist jetzt hier meine Energy? Da oben. Wieso hier oben? Rebellio. Und da oben. So, das sind Wölfe. Aber das ist geil, das Rebellio, auch auf den Besen geht. Das wäre gelöst. Jawohl. War bis jetzt auch nur Frühstücken und Shoppen. Neuer Trockner incoming endlich. Ah, okay. Das klingt cool. Ein Trockner ist schon wichtig. Finde ich. So. Wo ist hier die Kiste? Wo ist die Kiste? Rebellio. Da drin. Wie komme ich da rein? So. Mach die Kiste auf. Macht der, hast du das gehört? So ein Spack. So, hier haben wir noch eins. Dann fliegen wir doch glatt mal hin. Würde ich sagen. So, schauen wir mal. Was war das? Hier ist dann auch nochmal so ein... Aber da könnte ich mal meine Zauber wieder reparieren hier. Wo ist es denn? Ah, hier draußen gleich. Bevor ich jetzt da lang drin rumsuche, aktivieren wir das Ding hier erst einmal. Okay, okay. Ich muss immer erst mal ein bisschen gucken. Wie ich denn wo
langkommen würde. Aber ich hab's gesehen. Wingardium Leviosa. Ach, da kann man auch reingehen. So. So, dann krabbeln wir einfach mal hoch. Ach, Pupsi, Schauerring. Gut. Jetzt werden wir hier oben und hier oben ist. Levioso! Incendio! Der Incendio ist hier falsch. Da gehört der hin, der gehört der hin. Bombarda! Rebellion! Ach, Gott, bin ich ähnlich. Ja, mein Alter steht hier und trocknet nicht mehr. Hab auch nach YouTube-Videos probiert und gemacht und getan, aber keine Besserung. Also neuen her und alten an Bastler bei eBay rein, aber mit einem, drei Monate. Okay. Oh ja, Zeiten ändern sich ja. Bombarda! Okay. Wupp, wupp, wupp. Alter. Leviosa. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Ja, aber hier oben ist auch nicht das, was ich jetzt hier oben erhofft habe. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Boah, wir haben ja noch Kuchen da. Den baue ich mir gleich ein. Ach doch, hab ich schon gewundert. Und will nach dem Alter von 5-6 in Steam ins Gerät greifen, zumal ich die Technik. Ja, das stimmt, das würde ich aber machen. Der Einfachheitshalber. Würde ich auch einkaufen. Aber wartet mal. Ich liebe meinen Pupsi. Fett Mandarinenkuchen. Aber nur ein Stück, eins gehört natürlich ihm. Ist ja klar. Wobei schon beide auffressen wird. Uiuiui. Yami. So, was haben wir hier? Erkundung. So, haben wir hier sonst noch was? Nein. Handbuchseiten, ja, da haben wir ein bisschen was. Okay. Einen Auftrag haben wir einen neuen, echt? Ah ja, genau, in dem Brunnen. Hast du dir eigentlich einen Trailer zu dem neuen Robocop-Game angeschaut, Alter? Mal so nebenbei gefragt. Das ist so geil. Und dass auch Peter Weller, oder wie er heißt, den in dem Spiel wieder verkörpert, finde ich noch viel geiler. Der hat ja Robocop im 1er und im 2er gespielt, Alter. Das ist Robocop, der Typ. Schade, dass das Remake
bei weitem nicht so brutal war wie das Original. Dadurch ist das auch gefloppt. Das war ja ein großer Kritikpunkt. Dass da bei weitem die Brutalität und so gefällt halt. Wir hätten einfach Talentpunkte, aber den heben wir uns noch auf. Ich weiß zwar nicht für was, aber den heben wir uns auf. Ja, ich sollte doch mal in den Raum der Wünsche gehen hier. Das Zeug hier aufdecken und dann verkaufen. Weil es probably sowieso schlechter ist als das, was ich trage. Und spare im Winter so ein bisschen Heizkosten, ist schon geil. Und boah, Kuchen am frühen Morgen könnte ich auch. Ja, für mich ist es ja eigentlich spät abends. Weil ich bin ja erst gestern um 7 auf Nacht aufgestanden. Habe ja dann quasi Nachtschicht gehabt. Und bin also jetzt hier nach meinem Nachtdienst. Das war gar nicht so schwer. Also für mich ist es abends. Okay, und nö, hab auch gehört, Nintendo Online bekommt einen GameCube-Emulator. Das hat ein paar Spiele in so cool. Naja, ich habe hier einen Dolphin-Emulator drauf. Und mit dem kann ich ja auch GameCube-Spiele spielen. Mit dem werden wir irgendwann im Stream Metal Gear Solid The Twin Snakes spielen. Das ist das Metal Gear Solid Remake. Also quasi das Metal Gear Solid, was damals für die PlayStation erschienen ist. Davon gibt es ein Remake. Das heißt The Twin Snakes und das war damals und es ist heute noch ein GameCube Exclusive. Und davon würde ich gerne ein Remaster haben. Ich brauche kein neues Remake davon. Ich hätte davon einfach nur gerne ein Remaster. Und das werden wir definitiv hier im Stream auch noch spielen. Ja, ich würde meine Cubes auch behalten, auf jeden Fall. Um daraufhin nochmal zurückzukommen. Und warum hergeben? Ich meine, ich habe meine NES, ich habe meine PlayStation 2. Trotzdem benutze ich halt dann lieber einen Emulator. Auch wenn ich die Originalspiele hier und so da habe. Einfach um die Konsole an sich selber und auch die CD, das Spiel, selber zu schützen. Zu schonen, meine ich. So. Okay. Ich brauche ein paar Heiltränke. So, die sollen jetzt sich mal einen herbrauen. Hier enden wir, da enden wir. Ach, die können wir noch nicht enden. Ah, ich bin sogar voll, schaut an. Das kann natürlich auch vorkommen. Also so wie ich von Gran Turismo 1 und 2 Remaster gerne hätte, verstehe ich. Ja, dafür nutze ich ja die ISIS, aber ja. Zeiten von ich notverkaufe Konsole XY. Sowas habe ich nie gemacht. Ich würde nie aus Not meine Konsolen verkaufen. Vorher habe ich nichts zu essen, ohne Scheiß. Ich habe Kumpel. Die haben ihre 360, weiß ich nicht, 3-4 Mal aus Not verkauft und haben sie sich 4-5 Mal wieder neu geholt. Sowas würde ich doch gar nicht machen. Warum? Und verkaufe sie doch gleich erstmal gar nicht. Nicht mal aus Not.
Der Sinn erschließt sich mir einfach nicht. Es ist mir zu blöd, eine Konsole für 5 mal zu kaufen und zu verkaufen. Also zu verkaufen und einkaufen. Finde ich völlig dämlich. Gibt bestimmt anderen Scheiß, den man verkaufen kann. Oder man... Keine Ahnung, sucht sich einen zweiten Nebenjob, auch wenn das scheiße ist. Weil ich meine, ich stehe auch auf meine Freizeit, aber... Wo stehst du? Ja, die Slim habe ich ja auch da. So. Jetzt machen wir hier mal weiter im Programm, oder? Wobei... 9.48 Uhr. Ich hätte jetzt hier mal Bock, was anderes auszuprobieren, schnell. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf die Reise. So. Aber dann muss ich hier erstmal Titel und alles ändern.